Herzlich willkommen zurück zu Hausflippe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser schönes Bad ist fertig. Ein bisschen beengt, ja, aber zumindest können wir jetzt mal in Ruhe scheißen gehen, ohne dass uns was wegholt. Und wir haben ein schickes neues Büro. Das soll schon mal anfangen. Wir haben aktuell keinen Schlafplan, nix. Das werden wir hier nach und nach machen. Als erstes werden wir jetzt erstmal die Haustür austauschen. Boah, die ist mir echt ein Dorn im Auge, dieses alte Gammelding. Okay, anscheinend hat der Maurer hier automatisch zugemauert. Alles klar. Wir bauen erstmal eine Haustür rein. Tja, das ist Schnellbeton, du. Das geht ruckzuck. Türen. Ist nur die Frage, was für eine war da drin, ne? Ich vermute mal eine ganz normale 1,5 x 2 Meter, ne? Ne. Das definitiv nicht. Die ist zu breit. 1x2 Meter? Kann auch nicht sein, ne? Die sind da, ne? Auch nicht? Tjo, das ist eine gute Frage. Was nehmen wir als Haustür? Ich finde sowas eigentlich ganz schön. Vor allem, weil wir eh Weihnachten haben, passt das eigentlich. Aber da gefällt mir eher die Farbe. Ja, was ist das? Die Schleife. Okay. Ne, die passt man rot eigentlich ganz gut. Die Kugeln hätte ich gerne eher so in einem bläulichen. Ja. Das ist nur die Frage. Komme ich ja jetzt nicht raus? Ich hoffe, die ist richtig rum. Ich glaube, die muss so rum. Der Kranz gehört ja auch nicht nach außen. Krieg ich hier jetzt aber gerade nicht richtig reingesetzt. Ja. Mann, es ist gerade ein bisschen dunkel hier. Ah, wir haben Licht. Pack mal weg hier. Die sitzt doch nicht richtig drinne, oder? Also hier außen schon. Klar, das Haus müssen wir von außen auch noch machen. So passt die Tür natürlich nicht, ne? Aber hier innen drin? Echt, soll das so eine Riesenfuge? Muss ja, aber von außen sitzt sie richtig. Aber guck mal, wenn man sich das da mal so anguckt. Es scheint so zu gehören, ne? Sieht schon komisch aus, ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, es ist im Moment ein bisschen dunkel, weil wir Nacht haben und wir haben kein Licht hier, bis auf unsere Schreibtischlampe da. So, aber das hier sollten wir auch in einer Farbe streichen, ehrlich gesagt. Außer vielleicht die Küchenzeile ein bisschen fließen. Ja, dann gucken wir erstmal, wie machen wir das am besten? Wand. Wir brauchen erstmal Farbe. Windy. Gibt's ne Farben? Wie will das jetzt nicht so steril einfach nur weiß? Das ist auch langweilig. Aber blau ist mir zu kalt. Wir brauchen ein bisschen wärmere Farben. Immerhin wollen wir hier auch schlafen. Leicht cremig. Na, ist nicht so ganz das Richtige. Naturbeige. Verblichene Zitrone nicht. Ah, Samtweiche, das gefällt mir nicht ganz gut. Wollen wir mal den großen Eimer? Ich würde sagen, da ich noch nicht genau weiß, wie die Küche soll, streiche ich erstmal einmal komplett durch. Das sollte reichen und das machen wir dann später extra. Um erstmal zu gucken, wie es aussieht. Na, nimm doch mal weg hier. So, das Stück, da werde ich aber mitstreichen, das sollte ja nicht. Ich finde, der Farbton geht doch einigermaßen. Ne? Klar, die Lampe blendet ein bisschen. Machen wir später wieder aus, sobald wir hier Licht dran haben. Aber ich finde, das passt auch ganz gut zur Tür, ne? Also beschweren kann man sich doch jetzt nicht. Dann verkaufen wir hier auch einmal das da. Die Ecke hier gefällt mir nicht. Ich hätte das gerne schräg, aber gut. Ich weiß, ich kann noch Wände umbauen, aber das will ich ehrlich gesagt nicht. Dann müsste ich das hier alles ein Stück vorziehen, dann passt das wieder mit dem Fenster nicht und... Nee. Wir bauen jetzt erstmal schnell einen Heizkörper an und dann erstmal eine Lampe. Und dann kümmern wir uns um die Deko, damit das hier nicht mehr so blendet. Heizkörper. Heizung. Wir nehmen eine ganz normale Ideol-Standardheizung. Das reicht für uns. So, hau ran, das Ding. Damit wir zumindest selber auch mal ein bisschen gemütlicher leben.
So, und den kommt ein gutes Hängelämpchen und die Digge. So, wurde mal Treppenwände, Türen, bla bla bla. Anschlüsse, Boden, Digge. Das sind alles Fliesen, ne? Ich glaube, das war hier mit. Lichter, jo. Deckenlampen. Naja, so ein Ventilator wäre auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, das passt nicht so ganz bei uns. Gut, hier haben wir noch Lichterketten und so. Mal sehen, da kann man vielleicht dekomäßig noch was machen. Mal gucken. Erstmal eine ganz normale, einfache Deckenlampe. Deckenlampe Elfina. Die finde ich eigentlich hübsch, ehrlich gesagt. Die Farbe passt bloß noch nicht so ganz. So, das ist oben das Gestell, ne? Das hätte ich schon gerne so. Und das ist Glas. So wohl eher. Die jetzt genau mittig hinkriegen, ist wieder eine Kunst. Ah, ungefähr, ne? Ich meine, Lichtschalter müssen wir eh gleich austauschen. Aber es geht, ne? Dann machen wir aus die... Ja, ja. Ich meine, macht jetzt nicht super viel Licht, aber wir haben etwas Licht. Jojo. Gut, dann tauschen wir als erstes erstmal schnell den Lichtschalter aus. Das alte Gammelding wollen wir bestimmt nicht an der Wand hängen. So. Schalter. Lichtschalter mit Aufkleber. Wandschallplatten, Lichtschalter. Ne, ist ein Schallplattenset. Ist okay. Gib mir keine Schübscheren. Doch. Lichtschalter elegant. Ja, den Lichtschalter elegant nehmen wir auch. Farbe. Genau. Zweite Farbe. Ne, das lassen wir so. Aber hier die Verzierung so ein bisschen Gold. Genau. Den bappen wir genau hier unter. Und das Ding da, fängt auf mehr. Bei Ebel. So, die Steckdose da müssen wir noch austauschen. Haben wir sonst noch irgendwo Steckdosen? Dahinter hatten wir gemacht, das weiß ich. Sehr schön. Dann machen wir noch einmal eine ordentliche Steckdose. Wie gesagt, keine Schandflecken bei uns in der Bude. Steckdose, Steckdose. Ja gut, da haben wir das Problem hier wieder. Hier gibt es auch keine ordentlichen Steckdosen, ne? Gut, nehmen wir die. Platsch rüber. Das reicht. Die da oben weg. Ist immer noch ein bisschen dunkel, ne? Trotz Lampe. So viel Licht macht das Ding, nicht? Sehr schön. Wir haben Holzkörper. Hier soll auf jeden Fall unser Bett wieder hin. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wir dürfen kein allzu großes nehmen. Sonst passt das nicht. Gehen wir einfach mal ein Bett. Aber ein bisschen hübsch soll das ja schon sein. Ich wollte keine Hunde beten. Ich wollte normale beten. Einzelbett Dozy. Helles Bett. Dunkles Bett. Obwohl ich das schon hübsch finde. Das ist echt so modern, ne? Ja, mit Beleuchtung und so. Das sieht schon cool aus. Ein bisschen Science-Fiction-mäßig, aber sieht cool aus. Der Rahmen fällt mir grau sehr, sehr gut. Das gefällt mir allgemein sehr gut. Da brauchen wir überhaupt nichts ändern. Das blüht so. So, guck mal, wegen der Heizung kriegen wir es ja auch nicht wirklich zu dicht dran, aber zumindest so dicht, wie es geht. Na, dichter geht nicht, aber es ist ein schönes Bett. So, hier vielleicht noch so einen kleinen Nachttisch nehmen, aber darf auch nicht allzu groß, wir müssen ja noch ins Büro kommen. Da kommt definitiv auch noch was an die Wand. Gucken wir mal, Gibt's was unter Nachttisch? Mal gucken. Nachttisch Woody, Nachttisch Oleski. Nachttisch Nox. Nachttisch Astrid. Oh Gott, sind die hässlich. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, die haben sich vom Design her so ein bisschen an gewissen schwedischen Möbelhäusern orientiert. Nachttisch Orner links, Nachttisch Orner rechts, das ist eher für Doppelbeten. Okay. Aber hier oben war einer, der mir gefiel. Und zwar der da, der Nachttisch Woody. Der Nachttisch Woody sollte jetzt aber, damit er ein bisschen... Das müsste ein bisschen grauer zum Bett passt. So schon eher. Und das hier unten müsste eher so in den schwarzen Bereich gehen, genau. Also sehr schön. Genau, ja, ja. Da können wir uns dann auch noch ein kleines Lämpchen oder so rausstellen, eine Nachttischlampe oder so. Ich weiß nicht, ob man da Sachen reinlegen kann, ich glaube nicht.
Nehmen wir erstmal eine Nachttischlampe. Wenn es sowas überhaupt gibt. So auf jeden Fall nicht, aber wahrscheinlich unter anderem Namen. Lichter. Lichtschulter? Ne, da wollte ich nicht hin. Deckenlampen? Ne, und Stehlampen? Nachttischlampe Mond. Warum nicht? Warum nicht? Kleiner reicht, das wird sonst zu groß. Das hätte ich gern so gräulich, alles klar. Ja, ja, das reicht voll und ganz. Haben wir noch ein bisschen was ins Bett? Da kommt definitiv auch noch was an die Wand. Fußboden kümmern wir uns gleich drum. Aber wie gesagt, es ist so nur eine kleine Studentenbude. Es kommt auch noch was für die Gardinen. Ja, ja. Aber Hauptsache, es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher, ne? Auf jeden Fall schon mal. Gut, kümmern wir uns erstmal um die klitzekleine Küchenzeile. Ich hoffe, es gibt sowas. Küche. Wir brauchen auf jeden Fall was zum Kochen und... Gott, das ist schon wieder viel zu groß, ne? Ich meine, ich kann ja mal gucken. Aber ich glaube, es ist zu groß, oder? Ja, ja, das sehe ich ja so schon. Das können wir knicken. Drei Meter. Dort ist 2 Meter. Ich glaube, 1,5 Meter mehr kriegen wir ja nicht hin. Obwohl hier alles neu ist, ne? 2 Meter. Ich glaube, mir bleibt da nichts anderes übrig, als eine Spüle und so einzeln hinzustellen. Obwohl das echt schick ist, aber ich glaube, das passt nicht. Mal gucken. Ich glaube, 2 Meter ist mir auch zu groß. Ja. 2 Meter ist auch zu groß in unserer kleinen Booty. So, 2 Meter, 2 Meter. Wir haben nur 2 Meter und 3 Meter. Kleinere Küchen-Sets gibt's nicht. 3 Meter, 2 Meter. Das sind ja auch 2 Meter. Oh, da gibt's richtig schöne Küchen, ne? Aber nichts von der richtigen Größe. Steht in der Küchensatz. Da ist Spüle drin, aber ist scheinlich zu groß. Ne? Ich meine, da steht jetzt keine Meterzahl bei, aber ich glaube, das ist zu groß. Obwohl schick ist. Ja, ja. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als einzelne Küchenschränke hinzustellen. Gut, suchen wir uns erstmal eine Spüle raus. Die brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir es ein bisschen moderner. Jetzt nicht unbedingt das, aber so Schneemannholzschrank finde ich schon ganz hübsch. Passt auch farblich zum Bett und so. Warte mal, das ist ein Schneemannholzschrank mit Geschirrspüler. Ne, ich wollte eine Spüle, kein Geschirrspüler. Ja, sowas in der Richtung. Okay, der passt farblich. Ja. Naja, ja, gut. Wie gesagt, dann nehmen wir dann vielleicht noch so ein normales Ding und darauf die Kochplatte. Mehr geht hier ja schon gar nicht, ne? Oder finden wir auch einen passenden Herd dazu? Ich meine, man kann mal gucken. Das sind die Anschlüsse. Gucken wir einfach mal nach Herd. Es gibt zwar diese Kochplatten, ja. Die sehen ja cool aus, die Herd, ne? Die Herd, die, aber... Ja, es gibt auch ganze Küchenzäune mit Herd drin. Ja, das ist diese Platte, die ich meinte, aber... Oder die. Gucken wir mal noch dem. Den da so nehmen. Und dann nehmen vielleicht, wenn es passt. Der passt hier überhaupt nicht. Warum nicht? Ist der ganz dran? Okay, der Herd steht ein bisschen vor. Ja, schon cool. Aber ich glaube, so einen kleinen Schrank finden wir nicht, oder? Dass man da irgendwie noch was nebenstehen kann. Haken für Küchen untersehen. Ja, ja, vielleicht finden wir einen Küchenschrank. Ich glaube, die sind alle zu groß. Obwohl, Küchenschrank mit einer Tür, das wäre so ein kleiner... Ich weiß, dort ist alles nicht gerade schön, aber wir müssen hier Leute ein bisschen Prioritäten setzen. Ja, der passt gerade ebenso, siehst du mal. Ja.
hübsch ist das definitiv nicht. Das passt alles hinten und vorne nicht zusammen hier, aber ich hätte ja gern so eine passende Küchenzeile hier drin, aber das passt so nicht. Das ist einfach alles zu klein hier, die Bude. Naja, für eine Studentenbude tut's dort. Auf jeden Fall. Hier kommt auf jeden Fall noch was an die Wand. Dahin gucken wir jetzt mal noch Bildern. Wo denn mal? Dekorationen, was war bei Gemilde? Hier haben wir auch so viel. Wir scrollen mal weiter runter. So viel. Oh, buntes Gemäldepalais. Das war einfach nur grün. Diese Schleichwerbung, ne? Ja, guck mal, so ein Foto-Oldtimer. Ich glaube, die sind wieder so. Ah, das geht, ne? Das geht. Mal gucken, vielleicht mal hier noch so Lampen an der Seite so was sehen. Hier können wir ja leider auch nicht wirklich was rüberhängen. Wegen dem Fenster. Hier können wir vielleicht so ein paar Deko-Sachen rausstellen. Mal kurz googeln. Das Ganze stand bei Zubehör und den Küchen. Brot, Brot. Das ist eher für die Decke. Heiße Schokolade. Muffin. Ja, aber wir kriegen da ja nicht viel hingestellt, ne? Flaschen, Schneidebrett. Ja gut, so ein Schneidebrett können wir uns vielleicht hier hinlegen. Ja, hier so. Das ist nur, da ein bisschen Deko liegt. Ah, mal googeln. Wir sind noch nicht fertig. Teekanne, Lotteen, aber ich kriegen wir wieder nicht offen. Ich brauche, wenn schon, eher einen Teekessel. Ich meine, wir leben hier alleine. Express oder Tosse. Da steht auch gerne mal Geschirr rum. Kriegen wir es da reingestellt? Das ist so aus, als wenn es abgewaschen werden muss. Nee, da rein leider nicht. Und darauf hätte ich mich gerne denn die passende Tasse. So. Finden wir vielleicht auch noch irgendwie Messer oder so, was wir aufs Brett legen können oder so. Helle Brotdose Gombi. Ich hätte auch gerne einen Teekessel, der auf dem Herd soll, aber ich glaube, das geht nicht. So, wir sind arm. Wir besitzen ein Messer. Zack. Wir besitzen einen Löffel und eine Gabel. So, wir sind arm. Wir müssen erstmal Geld verdienen. Sehr schön. Haben wir noch einen Gorbel? Aber immerhin ist unsere Küche aufgeräumt. Jetzt hätte ich gerne noch einen Teekessel auf dem Herd. Oder einen Topf oder irgendwas auf dem Herd. Summteller, Energy Drink. Ach komm, die kommen aber noch hier irgendwo. Auf dem Herd geht, glaube ich, gar nichts drauf, befürchte ich leider schon. Da stellen wir gleich eine Blume oder so drauf. Hier müssen wir auch noch rein. Hier, Energy Drink. Beim Arbeiten getrunken. Sehr schön. Das befürchte ich, Leute, dass da gar nichts drauf geht. Servierte mit Sträufen. Gut, sowas hätte ich gerne alles an der Wand. Ich glaube, auf dem Herd geht gar nichts. Wasserkocher. Wokpfanne, kriegen wir die da vielleicht rauf? Ja, auf dem Herd geht echt gar nichts. Okay, dann hat sie doch erledigt. Aber gucken wir mal nach Fensterpflanzen oder Kräuter oder sowas. Ob es da irgendwas gibt in der Richtung. Lichtermöbel. Survival. Pflanzen so gibt es hier gar nicht, ne? Nein, das ist alles Survival-Ausrüstung. Möbel, Lichter, Haustiere, Dekoration vielleicht. Pflanzen. Kleinpflanzen. Boah, ich hätte schon gerne Pflanzen, die man so ein bisschen vors Fenster stellen kann, ne? Wie zum Beispiel so ein Weihnachtsstern, passt doch zu Weihnachten. Sehr schön. Da würde ich keinen Gardin vormachen, ehrlich gesagt. Hier muss noch ein Bild ran, damit es nicht ganz so trostlos aussieht. Man kann halt auch nicht viel machen. Geil, das wäre erleuchtet. Das ist cool. Gut, den machen wir erstmal Gardin für unsere Fenster.
Wo wohnt das? Ich glaube hier, ne? Fenster? Wo hängen Jalousien? Genau. Ich glaube, die sind zu bereut. Oder? Und die gefallen mir vom Aussehen her eigentlich relativ gut. Die sind viel zu breit. Okay, das hat sich erledigt. Das sind aber leider keine Maßebäume, ne? Ich will aber auch nicht wieder so Standardgardinen davor. Das wird langweilig auf Dauer. Breiter, heller Vorhang. Breit. Alles breit. Schmaler, gemusterter Vorhang. Schmaler, heller Vorgang. Die Farbe ist eine Kordas drauf, obwohl die wird zur Wand passen, aber... Wie heißt das so schön? Grün und Orange schmückt die Sau? Denn lieber so, das war doch ein bisschen toll, das Grün. Schmal nennen sie das. Schmal nennen sie das. Da steht schmal. Das ist auch nicht schmal. Gut, dann bleibt mir wohl nur so weit, wa? Oh, das ist so hässlich. Ja, gut, dann machen wir hier mal das. Da passt auch die Farbe. Die passen zumindest. Das ist sehr schön. Dann montieren wir die Fenster. Die Fenster sind einfach zu klein. Die sind einfach zu klein. Kann man die auch aufklappen? Nee, ne? Das ist nur so... Geht nix. Deko. Alles klar. Die müssen wir nochmal montieren. Immerhin auch ein Fertigkeitspunkt. So, ich glaube hier oder nicht? Ich weiß nicht. Na, eigentlich wäre es hier zu viel mit Deko, ne? Vielleicht noch irgendwie die Schranke, die Ecke, ganz klein. Aber ich glaube, so einen kleinen haben wir gar nicht. Ich glaube, es wird zu viel. Fußboden muss auf jeden Fall noch neuer. Und dann haben wir unsere Bude von drin, glaube ich, erstmal fertig. Ich meine, wenn man sie mit vorher vergleicht... Sieht zumindest besser aus. Mit der Küche bin ich absolut unzufrieden, aber hier ist ja kein Platz. Aber wenn es mit vorher vergleicht, dann geht das, ne? Dann geht das. Jetzt muss aber auf jeden Fall ein neuer Fußboden. So, was machen wir denn? Schnellere Montage, da waren wir auch bei, ne? Ja, das haben wir. Gut, dann machen wir die Montage weiter. Und den gucken wir hier noch einmal kurz nach einem anständigen Fußboden. Ich meine, der Holzfußboden gefällt mir so an sich ganz gut, aber... Also ein bisschen moderner. Boden und Decken fließen. Oder ich mache den gleichen, den ich da im Büro habe, im ganzen Haus. Obwohl ich da schon gerne ein bisschen extra hätte. So weiß gefällt mir auch gut, ne? Mal gucken. Ich mag allgemein gerne helle Fußboden. So, da nochmal, auch wenn das hier echt komisch aussieht. Das Stück müsste natürlich auch noch einmal. Ja gut, aber wie gesagt, das ist die Büroecke. Wenn wir die Lampe im Büro hat eigenes Licht. Es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, kann man so anbieten. Zumindest ist die Bude jetzt schon mal mehr wert als vorher. Müsste sie eigentlich, auf jeden Fall. Machen müssen wir natürlich hier draußen noch so einiges. Da können wir aber nicht alles machen. Aktuell nicht, da fehlen uns... Hier wollte ich gar nicht hin. Jede Menge Gartengeräte. Ich meine, wir können hier abreißen, wir können Fliesen legen und so. Ja, spritzen, streichen. Bei uns fehlt zumindest Rasenmäher und das. Daher... Da bringt jetzt auch kein Unkrautzupfen, was? Aber draußen werden wir die Bude auf jeden Fall auch schick machen. Die werden wir nicht so gammelhaft lassen. Nein, nein, nein. Und werden wir später auch abstoßen, aber dann kriegen wir zumindest gut Geld dafür, würde ich sagen. Und der Wert ist doch bestimmt gestiegen, oder? Ich will mal was googeln. Browser, da müssen... Besitz? 23.478. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Preis ist, der das Ding von Anfang an wert war. Oder ob da schon der neue Bild drin steht. Aber ja, ich glaube, wir könnten dafür gut Geld kriegen. Aber das geht eh erst, wenn wir ein neues Haus haben. Aber gut, dann bevor der erstmal am Ende, wir machen morgen den jetzt erstmal wieder ein, zwei Aufträge. Ich versuche mal ein bisschen verstärkt auf Gartenaufträge zu kriegen, damit wir hier draußen auch den Garten machen können. Damit wir zumindest Rasenmäher und das kriegen. Aber mal gucken, ich weiß jetzt nicht, was da ist. Das werden wir dann morgen sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.